Oh ja. Das ist alles, was unser Studio noch von einer Bar trennt. Dass wir keine Eiswürfel haben. Bitte schön. Würde ich immer Für sagen. den Kameramann. Ich glaube, der Kameramann hatte gerade die Finger im Bild. Das Salute. ist der, der, Salute. der Beweis dafür. Salute. Schön bei euch zu sein. Salute. Der mit den Schuss Zitrone wäre ja perfekt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Whisky-Podcast von UKJ. William Faulkner. Damit ihr nicht glaubt, das hätte nichts mit Literatur zu tun, ihr Banausen. So. Seriosität. Also, ich muss jetzt das Gedicht vorsagen. Passt. Scheiße, jetzt hab ich wirklich zu lange gemacht. Oh Mann, hey. Okay. Straßen, wo im finsteren Leeren kranke Engel nur verkehren und ein Eidolon die Nacht hoch auf schwarzem Throne wacht, führten jüngst mich in dies Land her von Ultima Thules Strand her und sein Dämmersaum, wild wie Hexentraum, jenseits von Zeit, jenseits von Raum. Bodenlos Tal gewinnt und Spalt, Geflute höhlt Titanenwald von Formen nimmer zu begreifen vor lauter Tauen, Tränen, Träufen. Berge torkeln immerfort in küstenlose Meere dort, Meere brannten ungeheuer auf zu Himmeln, die aus Feuer, Lachen ohne Boot und Lot, tote Wasser öd und tot, stille Wasser still zuwider, Lilien rekeln schneeweiße Glieder. Edgar Allan Poe war das, in der Übersetzung von Arno Schmidt, rezitiert von Marco Dienitsch. Er ist heute Abend unser Gast bei Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Wie immer mit dem Kulturbotschafter aller Nachtzugliebhaber, Ralf Schönfelder. Buonasera, Signori, buonasera. An meiner Seite ist wie immer der griechische Gott der Kurzprosa, Mario Osterland. Und wir freuen uns sehr, dass Marco Dienitsch heute hier ist. Wir haben Arno Schmidt gehört, der vorgab, Edgar Allan Poe zu übersetzen. Mal sehen, was heute Abend noch passiert. Es gibt eine schöne Anekdote von Arno Schmidt. Ja. Als er Edgar Allan Poe gerade übersetzte, beziehungsweise als er sich einlas, da hat der Klett-Cotta Verlag ihn gefragt, ja, wir hätten da einen Autoren für Sie, den Sie bitte für uns übersetzen sollen. Und dann hat er gesagt, nein, ich kann leider nicht, ich lese mich gerade für die Edgar Allan Poe-Übersetzung ein und dafür muss ich dieses Lexikon aus dem 19. Jahrhundert von vorne bis hinten lesen. Das war ein 24-bändiges Lexikon. Und es hat sich herausgestellt, dass sie haben ihn gefragt, den Herrn der Ringe zu übersetzen. Ja. Nein! Wow, kommt aus der Korrespondenz raus. Wow, und, das wäre natürlich sehr interessant gewesen. Genau, die verhinderte Übersetzung des Arno Schmidt. Aber ob die besser geworden wäre, ist auch fragwürdig. Ne? Sie wäre anders geworden. Die wäre sehr anders geworden wahrscheinlich. Ja. Marco, hast du eigentlich Zettels Traum gelesen? Die erste Seite schon. Die erste. Ja, ich bin tatsächlich wirklich ein leidenschaftlicher Arno Schmidt-Leser geworden durch einen Professor von mir. Aber Arno Schmidt, das ist wirklich so ein Autor, bei dem es wirklich Sinn macht, vom ersten bis zum letzten Buch zu lesen, also wirklich chronologisch vorzugehen, weil man wirklich sehr stark auch die Entwicklung dann mitbekommt, die seine Sprache durchmacht. Absolut, ja. Und ich meine, also Zettels Traum, wahrscheinlich haben die meisten die erste Seite gelesen. Es gibt ja diese wunderbare, kennst du das, es gab dann so eine Fetischgruppe von Arno Schmidt-Fans, die sich zusammengefunden hat und dann so kleine Magazine über Arno Schmidt geschrieben hat und so Interpretationshilfen, also sich gegenseitig hier der Zettelkasten. Genau, ja, genau. Ich war bei dieser Gruppe vor 2 Jahren, war ich beim Treffen. Das ist die Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser. Der Bargfelder Bote war das Magazin früher. Ich habe einige davon auch. Es gibt einen Zettelkasten und es gibt den Bargfelder Boten. Genau. Der Bargfelder Bote ist sogar von der Arno-Schmidt-Stiftung selbst herausgegeben. Ah, was, ja. Na, und da gibt es eine Ausgabe, die ist, glaube ich, von Jörg Drews oder ich weiß nicht, vielleicht auch hier von, wie hieß der junge Freund, der mit ihm Edgar Allan Poe übersetzt hat, der Karl-May-Fan. Der Hans Wollschläger. Wollschläger, genau. Vielleicht ist es auch von Wollschläger. James-Joyce-Übersetzer. James-Joyce-Übersetzer, natürlich, genau. Ja, sehr gut, Ulysses. Sehr gute Übersetzung. Ja. Einer von den beiden hat auch eine ganze Ausgabe des Bargfelder Boten über die erste Seite von Zettels Traum gemacht. Das ist fantastisch. Ja, das ist interessant, weil wenn man so den Anfang von Zettels Traum liest
Und da ist man erstmal mit dem Kopf dieser Seite konfrontiert und dann sind ja sehr viele X'e. Genau. X'e abgebildet und man denkt sich, also, wieso sind diese X'e dort abgebildet? Und dann blättert man 1318 Seiten weiter, und wo der Schlüssel zum ganzen Wust ist, und kommt drauf, dass die großen X'e für Masturbation stehen. Also man ist eigentlich eine Wix-Szene, wohnt man bei in den ersten Stunden, da der Hauptprotagonist aufwacht. Also finde ich auch bezeichnend für Arno Schmidt auch. Das ist sehr interessant. Also die Interpretation des Bargfelder Boten war, dass die X'e, es ist eine Reihe von X'en, also zwei Reihen. Ja, genau. Und ja, in der Mitte der Reihe steht King. Ja, genau. Und ja, die Interpretation des Bargfelder Boten war, dass da sind ja zwei Übersetzer, die in die Heide zu dem Superübersetzer, dem Alter Ego von Arno Schmidt gehen, und dass die gerade eine Kuhweide betreten und so einen Draht auseinanderziehen, den die X'e sozusagen, ein Stacheldraht, den die X'e darstellen, und das King ist das Geräusch, das der Stacheldraht macht. Aber gleichzeitig kündigt das King natürlich auch an, dass jetzt hier der König auftritt. Genau, ne? genau. Ja. Das so durch königliche den, durch den Buch, mein Lieber. Tatsächlich. Ja. Siehst du, nicht schlecht. Wir sind direkt von der Anmoderation abgeglitten. Das wird eine wahnsinnig interessante Sendung werden. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 60 Minuten. Bevor es aber weitergeht, würde ich sagen, machen wir kleines klassisches Programm zunächst und hören Lieblingsmusik, die der Gast wie immer ausgesucht hat. Und zwar Big Dick von No Means No. Dick war das von der Punkband No Means No. Ihr hört immer noch Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Und
Heute ist unser Gast Marco Dinic. Und wenn ich vor dem Song gesagt habe, wir hören wie immer die Wunschmusik unseres Gastes, dann war das diesmal etwas gelogen, weil ich Marco eigentlich dazu gebracht habe, genötigt, dass wir ein No Means No Song in dieser Sendung spielen werden. Und das hat natürlich seine Gründe, denn Marco Dinic war 2016 Teilnehmer beim Wettlesen um den Klagenfurter Literaturpreis, nee, wie heißt denn das? Bei dem Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, bei den deutschsprachigen Literaturtagen. Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Jetzt haben wir es endlich zusammengebracht, mein Gott. Und was mir damals besonders gut gefallen hat, neben deinem Text und deiner Vortragsweise, war, dass du ein T-Shirt der Band No Means No getragen hast. Und das kommt nicht so oft vor, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller Bandshirts in Klagenfurt tragen, bei der größtmöglichen Bühne, die man für Literatur bekommen kann. Fand ich ziemlich geil. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gab damals sogar einen Journalisten, der extra einen Artikel über dein T-Shirt geschrieben hatte. Ja, das war irgendwie lustig, weil ich sah mich in einem Moment irgendwie von diesem Journalisten überrumpelt, der gemeint hat, ah, wie cool es doch ist, dass ich irgendwie Musik höre, die eigentlich zu seiner Generation gehört. Und No Means No gab es irgendwie seit 1979. Sie sind ja seit 2 Jahren nicht mehr aktiv, leider. Und dass das ja irgendwie interessant ist, dass meine Generation auch diese Musik hört. Und er fand auch den Text hier nicht spannend. Und er saß dann in seinem Zimmer und hat mal einen Artikel über meine T-Shirts geschrieben. Und ich war so, Also er schreibt halt nicht einen Artikel über meinen Text oder so, sondern er schreibt so einen Artikel über meine T-Shirts, und das fand ich irgendwie sehr, sehr lustig, weil er hat irgendwie gemeint, so endlich bringt jemand mal den Punk nach Klagenfurt, wobei das jetzt nicht wirklich meine Intention war. Ich wollte einfach weil irgendwie alle zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, irgendwie so, ja, worin willst du lesen? Welches Outfit wirst du tragen? So intensiv, dass ich wirklich in einem Moment selber angefangen habe, darüber nachzudenken, fuck, was werde ich bei Klagenfurt tragen? Und dann in einem Moment war ich so, was werde ich bei Klagenfurt tragen? Was soll der Scheiß? Ich trage das, worin ich mich am wohlsten fühle. Und das waren halt diese No Means No Shirts. Das ist aber auffällig. Und deswegen frage ich das auch, beziehungsweise deswegen ist mir das auch so in Erinnerung geblieben und zeigt eben auch, wie spießig nach wie vor dieser Literaturbetrieb ist. Ja, weil wie war es denn bei Clemens Meyer? Ich meine, da hat man, als Clemens Meyer 2006, 2008 so richtig durchgestartet ist, mehr über seine Tätowierung erfahren als über seine Bücher. Also das war auch einfach der Ausdruck dafür, dass der Literaturbetrieb von Grund auf total durchgespießt ist. Ja, ich glaube, deswegen trägt er ja bis heute nur lange Hemden und vermeidet, dass man sie überhaupt noch sehen kann. Ja, ich glaube, das wird jetzt irgendwie gerade aufgebrochen von irgendwelchen vermeintlichen jungen Wilden und dadurch, dass ja natürlich auch der Literaturbetrieb jünger wird, aber aber er wird nicht unspießiger, also. Ja, also die Literatur ist erschreckend, also solange der Roman aus der bürgerlichen Mitte kommt, klar. Es geht ja um den bürgerlichen Roman, also das ist ja klar, dass der dann nach wie vor auch spießig sein wird. Also. Du hast ja vorhin, bevor wir hier ins Studio gekommen sind, gesagt, das ist die große Castingshow Klagenfurt. Ja. Das gehört ja dann dazu, ne? Was ist das Outfit? Damit du den richtigen Instagram-Post machen kannst. Ja, das Ding ist so, ich verweigere mich ja irgendwie diesen ganzen neuen Medien, so gut es eben geht. Irgendwie an diesem beschissenen Facebook komme ich irgendwie nicht vorbei, weil natürlich auch die ganze Kommunikation mittlerweile auch innerhalb des Betriebs über Facebook funktioniert. Ja. Aber ich versuche natürlich dem auch irgendwie jetzt keine Bedeutung in meinem Leben beizumessen als nötig. Ja, klar, Klagenfurt ist halt natürlich eine Bühne, die man, wenn man sich denn auf das Spiel einlassen möchte, gut nutzen sollte, um Kontakte zu knüpfen. Und genau das ist es. Also die Literaturszene gibt sich halt dort die Kante. Es laufen Vertreterinnen und Vertreter aller möglichen Verlage da durch die Gegend. Und man wäre schlecht beraten, da irgendwie nicht mit einem. Weil das habe ich mir auch damals gedacht, so, okay, ich komme dort mit nichts hin. Die Leute werden, ich kann zumindest Aufmerksamkeit für meinen Text und für meine Schreibe generieren. Na klar. Und vielleicht entsteht ja Interesse dafür, und so, dem war so, und ohne Klagenfurt hätte ich sicherlich
wäre ich nicht, sicherlich nicht beim Schollnei Verlag gelandet. Also dahingehend war es für mich, also persönlich, also für meine, unter Anführungsstrichen, Karriere oder was auch immer, sicherlich von Vorteil, dort gelesen zu haben, wobei ich mir das nicht ein zweites Mal geben würde. Nee, das ist so ein... Es gibt ja Autoren, die da durchaus zweimal aufgetreten sind. Ja, ne? Und auch beim zweiten Mal Glück hatten, ne? wie Peter Wawerzynek. Ah, der war beim ersten Mal nicht so gut abgeschnitten und im zweiten Mal, 20 Jahre später, mit fast demselben Roman gewonnen hat. Okay. Ja, der Peter Wawerzynek ist ja auch jedes Jahr dort. Er ist ja irgendwie fast ein Klagenfurt-Süchtler. Lass uns über deinen Text sprechen, den du jetzt angebrochen hast. Wobei, Text ist es ja... Ist ja jetzt schon etwas mehr als ein Text, ist ein Roman, der bei Zöllner, wie gesagt, erschienen ist, einer der Hansa-Verlage, der ein Buch heißt Die guten Tage und erzählt, lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, eine teilweise autobiografische Geschichte über einen jungen Mann, der in Österreich lebt, mit dem Gastarbeiter-Express von Wien nach Belgrad zurück in seine Heimatstadt fährt, um dort, ich will nicht zu viel verraten, ein Familienbusiness hinter sich zu bringen. Naja, die Beerdigung der Großmutter zu besuchen. Der große Thriller-Plot-Twist ist es jetzt auch nicht. Und es ist aber schon auch so ein bisschen, ich will wie gesagt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber auch schon auch ein Stimmungsbild einer gewissen Generation von Serben oder Ex-Jugoslawen, die in der Diaspora leben. Soweit richtig? Oder was würdest du ergänzen oder korrigieren? Ja, ich würde mir das jetzt nicht irgendwie anmaßen, da ein allumfassendes Stimmungsbild geschaffen zu haben. Ich sehe den Roman eher in Allgemeineres gebettet, so wie Marcel Reich-Ranitzky hat immer gesagt, worum geht es in dem Roman? Ja, worum geht es in dem Buch? Und in dem Buch geht es meines Erachtens einfach um... Und da dient natürlich Serbien und dieser ganz auch natürlich für diese Region spezifischer Nationalismus eher als Blaupause vor deren Hintergrund einfach allgemeine Themen wie eben Nationalismus, Abrechnung mit der Väterngeneration und so verhandelt werden. Und dass man sozusagen, dass man dieses Thema auch in einem breiteren Kontext rezipieren könnte, was auch für gestern war Thüringenwahl, auch natürlich für ganz andere Regionen beziehungsweise ganz andere Stimmungen auch anwenden kann. Sprich, eben vor Nationalismus ist ja niemand gefeilt. Ja, auch hier in Deutschland nicht und in Frankreich sowieso nicht und anderswo auch nicht. Und dahingehend würde ich dem Buch schon so einen allgemeinen Geltungsdrang attestieren. Wobei, ob das gelingt, das überlasse ich den Leserinnen und Lesern. Also es ist ein sehr desillusionierender Text, sehr roh in seiner Sprache, aber auch in seiner Ausfertigung, sehr fragmentarisch zum Teil. Ja, genauso wie ich es mag halt. Ich muss kurz einen kleinen Einschub machen. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, war die Thüringenwahl gestern. Ja, wann bist du gestern angereist zur Thüringenwahl? Ja genau, ich bin gestern angelangt. Pünktlich zur Hochrechnung ist er in mein Wohnzimmer geschneit. Ja, alles klar, ein interessanter Zeitpunkt, um nach Thüringen zu reisen. Ja, tatsächlich, ja. 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 Ich finde, das ist auch eine Stelle, wir zeichnen hier in Jena auf, wo man auch mal ganz kurz Danke sagen kann. Danke an die über 60-Jährigen in Thüringen. Wer gestern die demografische Analyse der Wahl gehört hat, wird wissen, wovon ich spreche. Liebe Thüringer Senioren, ich mochte euch schon immer. Man kann gut mit euch ein kleines Herrengedeck trinken oder so. Ihr wisst Bescheid. Und vor allen Dingen, danke. Ich habe heute die Wahlkreisanalyse mir angeguckt. In Jena wahrscheinlich das landesweit schwächste Ergebnis der AfD in Jena. Ja, ja. Hier übrigens, wenn wir kurz, wir kommen gleich wieder zurück zur Literatur, keine Sorge, nicht schon Panik kriegen da draußen. Aber hier, wir zeichnen ja in Radio OKJ auf und Radio OKJ hat seine Studios über dem Schillerhof-Café. Und das Schillerhof hatte eine ganz tolle Aktion gestern, nämlich, wenn die AfD unter 25% kommt bei der Wahl, gibt es ab 20 Uhr Freibier. Wenn die AfD also nicht mal in den Landtag kommt, gibt es für die nächsten 5 Jahre Freibier. Also, okay, ja. Das kann Anreiz war. Ja.
Aber ich saß leider im Zug aus Rom und ihr wart auch nicht hier in Jena. Also wir hatten nichts vom Freibier. Naja. Okay, ich würde sagen, wir kommen gleich wieder zurück zur Literatur, hören aber vorher noch ein bisschen Musik. Und zwar Musik aus deinem Roman. Ja, genau. Ja. Und zwar hast du ein paar Songs sozusagen in diesen Roman eingebaut. Da werden wir gleich drüber sprechen nach dem Song. Aber was werden wir hören, Marco? Supernaut, Ekaterina Velika oder Angel's Breath? Du kannst mit der Katharina Werlicker anfangen. Alles klar. Dann hören wir, würdest du diesen Song bitte ansagen? Budisam na ulici.
Das war Bodhisamna Ulici. Ihr hört Blaubart und Ginster. Etwa eine Stunde Literatur auf Radio OKJ. Bei mir sind Mario Osterland und Marco Dinic. Und Marco, wie heißt die Band, die wir gerade gehört haben? Ekaterina Werlicke. So ist es. Das war Wunschmusik von unserem Gast heute. Und der Grund, dass wir das gehört haben, liegt daran, dass in dem Roman Die guten Tage von Marco Dinic Musik eine große Rolle spielt. Und dieses Lied auch vorkommt, ist das ja, richtig? Ja, genau. Erzähl uns mal was dazu. In welchem Kontext kommt es vor? Was ist Musik für dein Schreiben? Es ist einfach Musik, die der namenlose Ich-Protagonist auf seiner leichten Odyssee da einfach hört, beziehungsweise es gibt in einem Dialog, den er mit seinem Sitznachbarn, was macht ein Dialog? In einem Dialog, den er mit seinen Sitznachbarn führt, sprechen sie ja im Grunde über die Rolle der Musik in den 90er Jahren beziehungsweise in den 80er Jahren. Und Musik war im ehemaligen Jugoslawien, also grundsätzlich die Fülle an Bands, egal ob es jetzt der Punk war, ob es jetzt Rock war, ob es jetzt Post-Punk war, ob es... Es gibt eine irrsinnige Darkwave-Szene aus den 80er Jahren. Ja, Wahnsinn. Also, und diese Tradition wird bis heute fortgeführt, auch heute in Belgrad, beziehungsweise in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien gibt es eine unglaubliche Fülle an Bands. Und in dem Dialog geht es eigentlich darum, dass im Grunde vor allem eben so Ekaterina Werlicke und Bands zu einer Zeit waren, in der alles um sie herum taub war und sie im Grunde die Ausformung einer Emanzipationsbewegung waren. Ja. Und genau diesen Stellenwert hat auch die Musik in diesem Roman. Sie ist im Grunde der einzige Protest, den er irgendwie hat, außer seiner Sprache. Wenn du sagst, dass die Bands quasi Musik gemacht haben in einer Zeit, wo alles um sie herum taub war, du hast die 90er Jahre schon angesprochen. Meinst du damit auch die Präsenz des Krieges oder worauf zieht das ab? Natürlich, also, die Präsenz des Krieges, die Präsenz der Ideologie, des Dogmas, des Konservativismus, des absoluten Zerfalls. Ja? Also eine Zeit des absoluten Kulturverfalls. Ja. Wie hast du hast in den 90er Jahren, du bist 1988 geboren, in Wien geboren, aber ab 1990 hast du dann in Belgrad gelebt. Du warst also in den 90er Jahren Kind, aber Kinder haben ja auch eine ganz eigene Wahrnehmung dessen, was um sie herum passiert, was in der Erwachsenenwelt vor sich geht. Wie hast du die Jahre zwischen 90 und 99, wie glaubst du dich zu erinnern an diese Zeit von der Stimmung her? Naja, retrospektiv, natürlich sind das nur Fetzen, an die man sich erinnert, dann danach später, also vor allem während des Bombardements, da war ich schon 12, 11, da erinnert man sich an mehr natürlich und diese Zeit ist auch präsenter, aber vor allem während der Sanktionen, natürlich erinnert man sich an die, im Kindergarten, an den vollgestopften Saal und das, was man zu essen hatte, also das waren irgendwie so mit Wasser verdünnter Grießbrei oder so sozusagen die Erwachsenen um uns haben ja auch irgendwie versucht, uns Kindern dieses Elend zu kaschieren. Wir hatten eigentlich mit dem Krieg, ich bin in Serbien aufgewachsen, einen aktiven Bodenkrieg gab es ja in Serbien nicht. Dafür gab es die internationalen Sanktionen und die konnte man durchaus spüren, wobei unsere Eltern natürlich auch alles Mögliche dafür getan haben, uns das nicht spüren zu lassen. Ich kann das wirklich nur an ganz, ganz kleinen Sachen festmachen, also die leeren Supermärkte oder so, die man noch irgendwie in Erinnerung hat. Oder eben während des Bombardements einfach, man hatte keinen Strom zum Beispiel. Oder ganz, ganz so alltägliche Sachen, an denen man das festmacht, ja. Du hast in deinem Buch unter anderem sehr intensiv eben auch darüber geschrieben, über das Jahr 99, über den Tag des NATO-Bombardements auf Belgrad und so. Und das ist halt wirklich natürlich so eine intensive Zeit, die dann logischerweise beschrieben wird. Was ich mich dann so aus literarischer Sicht gefragt habe, ist, warum hast du es auf Deutsch geschrieben? Warum hast du es nicht auf Serbisch geschrieben? Also, weil Serbisch im Grunde mein Werkzeug, Deutsch im Grunde mein Werkzeug ist. Deutsch ist meine Schriftsprache. Das Buch ist auf jeden Fall viel in Serbisch gedacht. Davon zeugen auch die Dialoge. Also ich versuche da eben so diesen Belgrader Slang
im Grunde im Deutschen, so, im Grunde so wie eine transkulturelle Arbeit, also so ins Deutsche zu übersetzen. Auf der anderen Seite gibt es genug serbischsprachige Migrantinnen und Migranten der ersten, zweiten, dritten Generation, die hier aufgewachsen sind, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, deren Muttersprache Deutsch ist. Also von dem her ist das auch irgendwo meine Sprache. Mein Serbokroatisch ist tatsächlich wirklich noch sehr dem Slang verhaftet und nicht in eine Schriftsprache überführbar. Also ich lebe schon zu lange in Österreich, als dass ich mir es anmaßen würde, jetzt anzufangen, ja, in Serbokroatisch zu schreiben. Und die serbokroatische Sprache ist doch eine sehr, sehr feine Sprache und man muss einfach sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Und ich habe mich halt Zeit meines Lebens sehr intensiv mit dem Deutschen auseinandergesetzt. Also das ist einfach eine bewusste Entscheidung, mich für diese Sprache zu entscheiden. Aber für mich ist es gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt genug Beispiele, ja, Jagoda Marinic oder Sascha Stanisic oder wer auch immer, die sich genauso der deutschen Sprache bedienen und eben, total, ja, eben diese Themen behandeln. Ja. Genau. Aber so weit, aber es ging nie so weit, dass du irgendwie gedacht hast, du hast jetzt irgendwie den, wie soll ich das sagen, den Anschluss an die serbische Sprache verloren oder so, weil du hast ja immer noch Familie in Serbien. Und ja, wir sind alle sind unten in Serbien, also außer mein Bruder und meine Cousins, aber die Familie, meine Eltern leben ja noch dort. Nein, natürlich habe ich den Anschluss, ich lese ja auch sehr viel, ich lese ja alles, was auf Serbokroatisch geschrieben wurde, lese ich ja im Original. Nee, den Anschluss habe ich nicht verloren, aber es ist halt trotzdem, wenn man sich entschließt, ein Buch zu schreiben, muss man auch, glaube ich, genau abwägen, in welcher Sprache man. Ich meine, heutzutage schreiben alle möglichen Idioten ein Buch, ja. Also das ist, es wird so viel Schrott gedruckt, das ist unglaublich. Also, aber für mich, wenn ich mich wirklich damit auseinandersetzen möchte, muss ich auch genau wissen, in welcher Sprache ich mit beiden Füßen gut darstellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so ein, poetisches Überwerk ist oder was auch immer, aber ich habe doch versucht irgendwie, dass dieser Roman sprachlich Hand und Fuß hat. Ja. Und dahingehend war die serbokroatische Sprache keine Option, weil ich einfach zu der Zeit einfach viel zu sehr intensiv mit der deutschen Sprache auseinandergesetzt habe. Ja. Ich würde sagen, wir hören diese Sprache jetzt, oder? Und ich würde dich bitten, einen Auszug aus deinem Buch zu lesen. Ich lese jetzt einen Teil aus meinem Debütroman Die guten Tage, in dem es um Belgrad, meine Heimatstadt, geht. Die Lücke ist ein sich über mehrere Kilometer dehnender Uferstreifen entlang der Save. Ihren Anfang nimmt sie bei der Gazella-Brücke im Süden und verläuft bis zur Straßenbahnbrücke vorbei an der internationalen Busstation. Die Lücke versammelt allerlei Widerspenstiges, allem Anschein nach aus der Zeit gefallenes, das sonst in Belgrad keinen Platz findet. Da sind die alten Docks mit ihren zerschundenen Baracken gleich am Fuße der massiven, vom zinnoberroten Rost befallenen Stahlpfeiler der Gazella. Die Baracken dienen als improvisierte Werkstätten für Leute, die wenig Geld haben und lieber selbst an ihren Karren schrauben. Umherstreunenden Junkies sind sie ein gutes Versteck zum Fixen. Und in manch einer haben sich Obdachlose eingerichtet, sich hier ein rudimentäres Zuhause geschaffen. Rund um die Brückenpfeiler, über stillgelegte Gleise hinweg und entlang des Ufers bis hin zur Straßenkreuzung, bilden unzählige Wellblechhütten eine der größten Roma-Siedlungen des Landes. Kinder spielen hier mit selbstgebasteltem Spielzeug oder fischen mit ihren mageren Ruten den besser ausgerüsteten Fischern die Reste weg. Mit der Zeit entstehen vor den lose zusammengeschusterten Häuschen kleine Gärten, daneben sorgfältig getrennte Stapel Karton, Plastik und Metall. Satellitenschüsseln stehen auf den Dächern, Wasserboiler oder schwere Ventilatorenkästen der Klimaanlagen. Ab und zu ist auch lautes, schallendes Gelächter aus dem Inneren der Siedlung zu hören. Spröde Geigenklänge, heiserer Gesang. Lamento über Belgrad. Ein kleines, dicht bewachsenes Moor verweigert demjenigen, der weiter in den Norden vordringt, den Blick auf zahlreiche Floßhäuschen, die nur über wackelige, das Moor gestrüpp teilende Pontonstege zu erreichen sind. Einige Meter weiter, unmittelbar nach dem Moorwäldchen, ruht ein ramponierter Donaudampfer vor der Promenade. Nur an einer dicken Kette hängend, liegt das vor Zeiten entkernte Ungetüm, schief im Wasser und wird seit Jahrzehnten von Rost und Pflanzen überwuchert.
Giftgrüne Moosstränge beißen sich entlang des Rumpfes. Anderswo dringen schon Treibholz und Ufergeäst durch das morsche Metall. Unvorstellbar, dass dieser Donaudampfer hier die Donau entlang getuckert ist. Er gleicht mir einer konzeptlosen Skulptur, hingeworfen und liegen gelassen. Und am Ufer dahinter, neben letzten Ausläufern der Roma-Siedlung mit ihren flackernden Lichtern, heben dunkle Baumreihen mit ihren Wurzeln langsam den Gehsteig aus. Der Rest des Uferwegs bis zur Straßenbahnbrücke ist gesäumt von einer Zementfabrik, einigen Restaurants und Kneipen, aus denen Reihe um die Schnapsgesichter raustorkeln und wo man für wenige Dinner ansehnliche Portionen hausgemachter Fischsuppe bekommen kann. Der Schmutz, in dem diese Spelunken versinken, wird übertüncht von der Eigenart der Menschen, die hier leben. Matrosengemüter, deren Gastfreundlichkeit etwas Grundehrliches und Naives an sich hat. Man weiß sich in Sicherheit, sobald man eines ihrer Lokale betritt. Die Wasserbewohner passen nicht ins Bild einer Großstadt, die allen grundsätzlich mit Gleichgültigkeit begegnet. Sie sind die stets freundlich lächelnde Ausnahme, die immer noch in mit Jugoslawien-Fahnen drapierten Räumlichkeiten lebt. Titus schwermütig nach vorne gerichteter Blick über ihnen an den Wänden. Sogar die Roma aus der Siedlung dürfen in diesen Lokalen ungestört essen und trinken. Hautfarben zählen hier nicht. Dazu kommen noch Arbeiter aus der Zementfabrik, die wie aus der Zeit gefallene, staubige Ungetüme mit staubigen Fingern an den staubig gewordenen Gläsern nippen und sich lebhaft über eine staubfreie Welt unterhalten. Bis zur nächsten Brücke sind es dann nur wenige Schritte. Am Weg stehen zwei verlassene Bauhütten mit Fenstern, dunkel wie Unheil verkündende Vexierspiegel. Dahinter der internationale Busbahnhof, der die Gastarbeiter in ganz Europa verstreut. Ostajem li umoran, ležim u krevetu, revolver uperen u glavu, ne zatvaraj vrata, a meni ne zatvaraj vrata, ja sam paralizovan, građanin izbrisan. Laži, meni nemoj pričati laži. Ja sam tu milion godina, ja sam svedok ovih prednih sudbina. Umoran od života, postajem li umoran? Ležim u krevetu, revolver uperen u glavu. Ova nacija
ova prokleta nacija. Nacije. Hibernacija. Hibernacije. Halucinacija. Halucinacija. Detonacija. Detonacija. Nacija. Das war ein Supernaut mit Nazia. Ihr hört Blaubart und Ginster. Literatur, Musik und so ein Kram. Auf Radio OKJ bei mir sind Mario Osterland und Marco Dienitsch. Und ja, die regelmäßigen Hörer da draußen werden gemerkt haben, dass unsere Sendung jetzt einige Monate ausgefallen ist. Wir sind normalerweise einmal im Monat auf Sendung. Zweimal hintereinander waren wir verschwunden. In der Welt, in groben Literarischen und Underground, in den Bergwerken der Poesie. So sieht es aus. Und in dieser Zeit ist natürlich einiges passiert. Unter anderem wurde doch mal wieder, weil könnte man ja mal wieder, der Nobelpreis für Literatur verliehen. Genau. Die treuen Hörer unter euch wissen, dass wir letztes Jahr zur gleichen Zeit eine Nobelpreis-Sondersendung gemacht haben. Genau. Aus Anlass, dass der Nobelpreis nicht vergeben wurde. So ist es. Eine Sendung, die endete damit, dass ich meinen Kollegen Osterland fragte, und Peter Handke, wird er noch den Preis bekommen? Und er mit düsterer Miene sagt, nein. Das ist gegessen. Vor einem Jahr an dieser Stelle habe ich mir gewünscht, dass Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommt. Das ist wahr. Wie kann man sich so etwas wünschen? Darüber haben wir jetzt genau noch 15 Minuten Zeit zu reden. Und es ist natürlich jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ne? Also bevor wir jetzt allzu sehr davon driften, wir haben es angesprochen, dass du dich in deinem Buch Die guten Tage durchaus mit der serbisch-nationalistischen Indoktrinierung im Schulsystem auseinandersetzt. Also da gibt es viele Passagen über einen Geschichtslehrer, der durchaus ein revanchistisches Geschichtsbild aufrechterhält. Den serbischen Opfermythos pflegt, ist wahrscheinlich zu seicht ausgedrückt, oder? Naja, er pflegt ihn und gibt ihn weiter. Ja. Doch, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Und nun verquickt sich das so mit dieser aktuellen Lage, denn Peter Handke, das ist, glaube ich, so der Tenor, ist eigentlich literarisch unbestritten, ein unbestritten würdiger Nobelpreisträger, wenn man seine literarisch-sprachlichen Qualitäten... Also da muss ich jetzt mal Einsprüche erheben. Ja. Also literarisch unbestritten, also erstens ist er nicht. Also es gibt, ich hab in Salzburg studiert und das ist eine absolute Handke-Hochburg. Ich habe bei Hans Höller studiert, der sein Werk betreut und der ein guter Freund von Peter Handke ist, und gäbe es seit Jahrzehnten nicht auch Leute, die ihn in den Rang eines neuen Goethe hieven würden, wäre er auch, glaube ich, literarisch strittiger. Ich bin selber Handke-Leser, ich mag vor allem sein frühes Werk irrsinnig gerne. Ich habe sehr viel von seinem frühen Werk mitnehmen können, für mein eigenes Schreiben, sofern man das irgendwie anwenden kann, weil es ist einfach so eine Einmaligkeit in seiner Stimme auf jeden Fall. Aber es gibt genau genug kritische Stimmen, die auch Handkes Werk sehr, sehr, sehr kritisch gegenüberstehen und dahingehend auch von Taschenspieler-Trick-Literatur sprechen. Alte Marcel Reich-Ranitzky war jetzt kein Handke-Liebhaber. Auf gewisse Weise war auch er das Maß aller Dinge eine Zeit lang. Aber ich gebe dir recht, dass Handke wahrscheinlich ohne diese Serbien-Kontroverse schon vor 20 Jahren den Literaturnobelpreis bekommen hätte. Nun ist es interessanterweise ist es nun so in dieser aktuellen Debatte, entschuldige, dass ich dich hier unterbreche, dass ich, soweit ich es zumindest überblicke, ich bin ab einem gewissen Punkt auch ehrlich gesagt ausgestiegen, aufgrund, also nicht aufgrund der Handke-Kritik, die
Ich bin ja nun auch kein verblendeter Fan oder so. Aber schon auch einer derjenigen, die in den Status eines neuen Goethe erheben. Ja, darüber könnten wir wirklich reden, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Entschuldige. Ich bin aus dieser Debatte ausgestiegen aufgrund der Art und Weise, wie sie geführt wurde. Und mir ist, soweit ich es überblicke, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie verfolgt habe, bist du der einzige serbische Autor, der dazu irgendwie befragt wurde, Bora Ćosić hat in der NZZ auch einen Artikel geschrieben. Du hast im Wiener Standard? Ich habe im Wiener Standard, ja. Von mir kommt wahrscheinlich auch bald was in der SZ, aber zur Preisverleihung. Das hätte ich mir auch gerne gewünscht, dass mehr Leute aus Serbien darüber schreiben und dass man deren Stimmen einholt, beziehungsweise Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, wie Javad Karahasan oder Miljenko Jergovic oder Dubravko Ugrešić, was die zum Beispiel Dubravko Ugrešić, die mindestens so ein Övre hinter sich vereinen kann wie Peter Handke, und wieso hat sie nicht den Nobelpreis bekommen? Sie wäre politisch auch integer. Ich finde es eigentlich ziemlich problematisch, dass eine Olga Tokarczuk für ihren unermüdlichen Einsatz gegen den Nationalismus den Literaturnobelpreis bekommt und dann im gleichen Atemzug ein Peter Handke, dem man genau das nachsieht. Das offenbart eigentlich nicht einen Missstand in sozusagen der Interpretation von dem, was gute Literatur ausmacht oder nicht, sondern einen Missstand in dem, wie man die Jugoslawienkriege bewertet. Und im Westen Europas werden die Jugoslawienkriege verdrängt, obwohl sie maßgeblich die Demografie westeuropäischer Länder verändert haben. Es ist einfach ein Märchen, das gut und gerne in der Europäischen Union verbreitet wird, dass es seit 75 Jahren Frieden in der Europäischen Union gibt. Natürlich, das stimmt nicht. Und dahingehend finde ich es einfach falsch, jemandem den Preis zu geben, der sehr, sehr vieles in seiner Art und Weise, und Peter Handke ist wahrlich nicht jemand, der aufs Maul gefallen ist und sehr gerne provoziert, er war schon immer ein Agent Provokateur in der Zeit seines Lebens, dass man da irgendwie Nachsicht geübt hat, obwohl man eben bei sehr vielen anderen die nicht hatte. Also da muss ich dich kurz unterbrechen, würde ich jetzt doch die Frage stellen, wo ist da jetzt der Fehler? Also der Fehler, dass man bei Peter Handke ausnahmsweise mal einem Literaten den Literatur-Nobelpreis für seine Literatur gegeben hat. Aber das ist Oder dass man ansonsten immer politische Gründe hat, warum man hier und da was gibt oder was nicht gibt. Bei jedem anderen Preis würde ich dir recht geben, aber nicht beim Literaturnobelpreis. Ein Literaturnobelpreis ist ein politischer Preis. Punkt. Jeder, der das verneint, das ist doch hirnrissig. Ja, glaubst du wirklich, dass der Bob Dylan ihn wegen seiner literarischen Qualitäten bekommen hat? Nein, Bob Dylan hat ihn bekommen, weil er Bob Dylan ist und weil er sich Zeit seines Lebens eingesetzt hat für diese Art von Literatur. Mhm. Ja? Und also, wie gesagt, das ist ein hochpolitischer Preis. Bei allen anderen Preisen würde ich dir sagen, hast du absolut recht. Aber beim Literaturnobelpreis, da ist ein ganz anderes Mindset. Und ich glaube, die Frage ist, was ist richtig sozusagen? Ne? Ja, also, ich würde mich da sicherlich auf die Minderheit-Meinung zurückziehen, dass es besser wäre. Richtig ist jetzt, dass richtig, meines Erachtens wäre es jetzt richtig, dass sowohl die Handke-Kritiker als auch die Kritiker der Handke-Kritiker, beziehungsweise die Verfechter seines Werkes, hergehen, die Ersteren erstmal seine Bücher lesen, weil man merkt in der Debatte einfach, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie zum Teil reden. Absolut. Dass wiederum diejenigen, die ihn in den Rang eines Goethes stellen wollen, endlich anfangen mal, sich mit seinen düsteren Seiten, beziehungsweise seinen menschlichen Seiten zu, weil die sind. Aber das tun sie da. Also, nein, das du hast sie, die nein, meisten, gesagt, die ihn. Also wie gesagt, ich habe bei Hans Höller studiert und Hans in allen Ehren, der hat, aber wenn es um Jugoslawienkrieg geht und etc., die blenden das aus. Die blenden das in ihrer. Also die blenden das in ihrer Interpretation aus, weil es ist einfach ein Makel am Werk. Diese Werke sind auch nicht gut, also
Gerechtigkeit für Serbien geht ja noch literarisch, aber so der Nachtrag ist ja eine Katastrophe, ja. So, und das ist einfach ein Makel auch an seiner Person, die Leute sehr gerne ausblenden. Und ich glaube, beide Seiten müssen mit dieser Ambivalenz reden. Und jetzt, der Nobelpreis ist vergeben, jetzt müssen sie einfach aufhören, sich die ganze Zeit zu bashen, sondern sie müssen das zum Anlass nehmen, dass wir mehr über Literatur reden. Und dass wir mehr über die Jugoslawienkriege reden. Weil das ist für mich, was bei dieser Debatte rausgekommen ist. Also es ist klar, man kann da nicht jeden Einzelnen jetzt mit einbeziehen. Und wie Hans Höllerer dazu steht, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Oder das kann so sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute, die Peter Handke jetzt verteidigt haben, also zumindest habe ich solche Artikel nicht gelesen, die dann sich also blind und taub für den Jugoslawienkrieg gezeigt haben. Nein, aber sie versuchen der Konsens war, glaube ich, schon. Nein, sie versuchen schon sehr vieles zu rechtfertigen. Also Klaus Kasperger hat in einem Interview für den Dreisat manche Sachen gesagt, die sehr, sehr, sehr vieles relativiert haben. Eigentlich den besten, also wirklich den besten Kommentar. Und den haben sehr viele Leute übersehen, weil der ist auch nicht so alt, aber der war halt nur im ORF3-Fernsehen, war von Miranda Jakischer, das ist eine Südosteuropa-Spezialistin, Historikerin, die auch eine Handgeleserin ist. Und die hat wahrlich wirklich den besten Kommentar abgegeben. Und eben mit all seinen Ambivalenzen und mit all seiner Problematik. Ja. Weißt du, Schau, also für mich und für Leute aus meiner Generation, die sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil sie aktiv Aufarbeitung betreiben wollen. Für Leute aus meiner Generation aus Bosnien war das eine Katastrophe. Die konnten nicht glauben, was sie da gehört haben, dass Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommen hat, weil es sie in ihrer Aufarbeitung zurückwirft. Und das hörst du halt in den Kommentaren nicht, weil diese Leute kommen auch nicht zu Wort. Und das finde ich ein Versäumnis. Ja, da kommen wahrscheinlich, also worauf wir uns, glaube ich, sofort einigen können, ist, dass die falschen Leute zu Wort kommen, denn die nämlich, die zu Wort kommen, um Handke zu kritisieren, die nutzen das, um sich selbst moralisch zu erhöhen. Ja, das und, sowieso. Das ist wirklich abstoßend, wenn ich das sagen darf. Neben all der Selbstgerechtigkeit, bei aller sehr berechtigten Kritik an Peter Handkes, Andienen an den serbischen Nationalismus, muss man aber auch sagen, die Kritik geht ja ein bisschen auch in die falsche Richtung, meiner Ansicht nach. Denn anstatt irgendwie einem, verdienten Autor mit einem Riesenwerk irgendwie die Stunde seines Triumphes zu lassen, hätte man sich ja auch darauf konzentrieren können, die Jury in die Kritik zu nehmen. Stattdessen ist ja ein Sturm aus Scheiße über Peter Handke runtergegangen, der eigentlich mindestens genauso die Jury des Literaturnobelpreis hätte treffen müssen. Daran hat sich aber keiner gewagt, weil es irgendwie, und das ist das Stichwort Selbstgerechtigkeit, es eigentlich immer besser ist, auf einen einzuprügeln. Zum Teil auch zu Recht. Naja, damit muss Peter Handke leben. Ja, dafür tut er mir auch nicht leid. Keine Sorge. Also damit muss er leben. Er tut mir jetzt nicht leid, dass er die Kritik bekommt. Die hat er sich selber eingebracht. Und dann, wenn er kommt und sagt, ich komme von Homer und Cervantes und was ehrlich gesagt peinlich ist, weil er kommt genauso von den. Also, ich sag's mal so. Bei Emir Kusturica hat jetzt gerade ein eine Andritsch-Stadt gebaut in der Nähe von Visegrad, wo auch Sascha Stanisic herkommt. Und mir wurde gesagt, da gibt es eine Wandmalerei in einem Restaurant. Und da sitzen alle relevanten Kriegsverbrecher als Helden bei einem Mahl. Mhm. Und links in der Ecke auf einer Vespa mit wehendem Haar rollt Peter Handke an. Was sagt uns das? Also was sagt es mir? Dass er instrumentalisiert wird. Nein. Hm. Was heißt denn instrumentalisiert? Der Peter Handke wird heute noch von die. Wenn Peter Handke ist sehr oft in Serbien. Hm. Der und dass er sich's gefallen lässt wahrscheinlich natürlich, auch. Natürlich. Ja. Er lässt sich hofieren. Und er ist zwar ein kleines Puzzlestück, aber er ist irrsinnig wichtig, weil er einer der wenigen Intellektuellen ist, die diesen
Opfermythos, diesen ewigen Opfermythos des serbischen Nationalismus wirklich mittragen. Und das ist für jemanden wie mich und jemanden für meine Generation, die wirklich aktiv Aufarbeitung dieser Kriegsgeschehnisse betreiben möchte, fatal. Und wie gesagt, der Preis ist jetzt draußen. Gutheißen muss man ihn nicht, aber man muss, glaube ich, sehr, sehr genau auch jetzt mal Leute zu Wort kommen lassen, die wirklich unten in diesen Ländern arbeiten und aktiv arbeiten, damit wir uns eines Tages wieder alle in die Augen schauen können. Und das hat leider Peter Handke nicht gemacht. Hätte er sich dem serbischen Volk zur Seite gestellt, wäre es ja was anderes. Aber der hat sich ja nicht dem serbischen Volk zur Seite gestellt, sondern er hat sich ja mit den Machthabern damals verbündet. Nicht mit den Volk, also das Volk ist ihm scheißegal. Ja? Er lässt sich ja von irgendwelchen Nationalisten und irgendwelchen kompletten Geschichtsrevisionisten hofieren dort. Ja, ich meine, er spricht Wahlempfehlungen für Tomislav Nikolic aus, der ärgste Chauvinist und Nazi ist. Das hat mich ehrlich gesagt auch als Handgeleser damals ziemlich erschüttert, ja. Also, diese Wahlempfehlung. Also eben, und ich plädiere halt, okay, wie gesagt, der Preis ist jetzt draußen, man kann da nicht viel machen. Ja, daran kann man gar nichts machen. Wir blicken jetzt gespannt auf die Rede, ja. was da rauskommen wird. Ich plädiere dafür, einfach mit dieser Ambivalenz auszuhalten, ja. Und sich genau das beides genau anzuschauen und eben Autor vom Werk, wie es bei Peter Handke ist, nicht zu trennen. Das finde ich gut. Mario hat vorhin gesagt, du hast einen Artikel im Standard geschrieben. Wir sitzen ja hier zu dritt, drei Leute, die, glaube ich, sich irgendwie schon damit stark beschäftigt haben in den letzten Wochen, sich dazu geäußert haben. Du im Standard, wir in den sozialen Medien, die Runde geht an dich, schon mal auf jeden Fall. Aber in deinem Artikel im Standard, den man übrigens auch noch nachlesen kann, den werden wir vielleicht auch unter der Sendung bei YouTube verlinken, dir auch Celine an. Dass du Celine gelesen hast. Das finde ich ist immer eine interessante Sache. Das ist nämlich auch für mich. Hätte ich auch nicht um den Nobelpreis gegeben. So. Ja, aber das ist interessant, genau, weil das finde ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Denn für mich war auch Celine, war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Leseerfahrung in meinem Leben. Und als ein fantastischer Stilist und nicht nur Stilist, sondern überhaupt ein großartiger Autor. Jedenfalls, aber das wäre meine Frage jetzt. Also dem hättest du auch nicht den, du würdest trotzdem sagen, der Nobelpreis gehört auch, nicht man muss Leute, die sich politisch fragwürdig gemacht haben. Man muss auch da, glaube ich, mehr differenzieren. Ich habe natürlich auch im Eifer des Gefechts da Handke mit Celine verglichen. Celine war ein astreiner Antisemit. Ja. Handke ist kein deutlich Antisemit. Schlimmer als deutlich, Handke. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Debatte ist einfach, und zwar auch, wie sich unsere Welt dahingehend verändert hat. Mhm. Hätte man früher Celine oder einen Emil Cioran den Literaturnobelpreis zuerkannt, wäre die Hölle losgebrochen. Zu Recht auch. Und ich glaube, es geschieht auch zu Recht, dass jetzt irgendwie die Hölle über Peter Handke hereinbricht, weil mir das auch irgendwo zeigt, dass es doch Leute gibt, die auch den Jugoslawienkrieg nicht vergessen haben. Und auch die Rolle Peter Handkes in diesem Jahr. Ich meine, der Mann hat einfach auf Milosevics Grab eine Rede gehalten. Bei Milosevics Beerdigung. Weißt du, so, natürlich kann man immer sagen, ja, was, das war irgendwie eine Verfehlung und Gott weiß, was hat ihn damals geritten und könnten wir nur in sein Gehirn schauen. Das interessiert mich aber nicht. Der Symbolismus spricht für sich. Und ich war Leidtragender dieses Milosevic-Regimes. Ja. Und wenn du mich fragst, ist das natürlich auch eine Debatte unserer Zeit. Also ich meine, der Autor ist zwar seit Bachtin tot, aber Roland Barth tot, er ist wieder auferstanden. So. Ja, so. Ja. Gerade in unseren Zeiten von Social Media geprägten Zeiten. War das Roland Barth? War das nicht Gary Gar? Oder? Nein, ich glaube Roland Barth war das. Was mich da interessieren würde, auch weil du jetzt die Rede an Milosevics Grab erwähnst, würdest du auch sagen, dass da vielleicht auch verschiedene Phasen durchlebt hat, Handkes Engagement für Serbien, denn das ist ein bisschen mein Eindruck dabei. Ich glaube, warum ich immer noch
da bei Handke, auch wenn ich das politisch nicht gut heiße, trotzdem noch eine Ambivalenz habe in mir, ist, dass ich 1998, 1999, als der Krieg tatsächlich stattgefunden hat und ich gerade 16, 17 war und zum ersten Mal in mein Bewusstsein kam, dass wir, wie du vorhin eben gesagt hast, jetzt hier in Europa gerade Krieg führen, dass Handke zu dem Zeitpunkt, ich habe ihn wahrgenommen, natürlich irgendwie als, wie gesagt, als 16-, 17-Jähriger, der vielleicht auch nicht den vollen Horizont erkannt hat, als jemand, der zunächst mal ein Bedürfnis hatte, zu hinterfragen, ob es noch eine andere Seite gibt, als die, die berichtet wird, und der sozusagen seine eigene Erfahrung, also seine eigene Wahrnehmung dieser Dinge gewinnen wollte. Das kann man ja auch aus diesem ersten Buch ganz klar herauslesen. Das meine ich Das kann man ja auch aus diesem ersten Buch klar herauslesen. Aber Handke wird ja, je älter er wird, zugespitzt. Ja. Und dann gibt er Wahlempfehlungen ab. Und dann hält er die Rede an Miloševićs Grab. Und dann, also sozusagen, er hört ja da nicht auf. Diese Suche nach Perspektive habe ich auch rausgelesen. Mhm. Und kann man auch natürlich gut, das soll man auch gut heißen, man soll ja immer sich alle Seiten anschauen und aber mit dieser ganz handgeeigenen Innigkeit, auch sehr, beziehungsweise Innerlichkeit seiner Protagonisten, die gehen ja irgendwie durch die Welt und hören die Leute reden, aber hören ihnen eigentlich nicht wirklich zu. Das muss man auch dazu sagen. Man muss halt eben, ich glaube, man muss Handke wirklich gelesen haben und wirklich seine Protagonisten, diese allein auf sich geworfenen Leute, schau, die Fliege windet sich da schon und stirbt einen grausamen Tod. Muss man dahingehend auch diese Texte interpretieren. Die Fliege hat überlebt. Aber trotzdem. Die Fliege wird weiterleben, mein Lieber. Ja, okay, ja. Ja, muss man, genau. Genau, ja. Und man muss halt aber auch wirklich anerkennen, dass der Handke sich ja nach wie vor von diesen Nationalisten hofieren lässt. Und das ist, als Handke den Nobelpreis bekommen hat, haben die Führenden, sowohl der Präsident der Republika Srpska Dodik, der wirklich ein Demagoge vor dem Herrn ist, und der Präsident von Serbien, Aleksandar Vučić, der dem Ersteren in gar nichts nachsteht, ihm gratuliert, als hätten sie selber den Literaturnobelpreis bekommen. Die Dodik ist vors Mikro getreten und hat gesagt, jetzt kommt endlich die Gerechtigkeit für Serbien. Ich meine, man kann immer sagen, man kann auch nicht unbedingt, na, aber man kann eben doch ein bisschen was dafür, wer einem applaudiert. Ne? So ein bisschen kann man schon was dafür. Er hat schon gut daran gearbeitet, auch dass ihm genau diese Leute applaudieren. Und wie gesagt, und natürlich, Peter Handke, wie gesagt, ich bin ja selber ein leidenschaftlicher Leser von seinen Büchern. Ja. Ich hab mein Regal voll von ihm. Also, aber ich muss aber auch sagen, als ich nach Salzburg gekommen bin, es hat sich alle, ich hab mich jahrelang dagegen gewehrt, ihn zu lesen. Und dann, als ich ihn gelesen habe, war ich so, what, wie krass. Genau das habe ich gesucht irgendwie. Wo warst du mein ganzes Leben? Ja. Und welches Buch war das, das das so gedreht hat? Die Angst des Tormanns. Ja, auf jeden Fall. Mm. Die Angst des Tormanns. Und dann die Stunde wahren Empfindung, kurzer Brief zu langen Abschied. Das ist ein toller kurzer Brief. Ach, keine Ahnung, name it, ja. Ich meine, die späteren Texte sind mir dann eher zu, ich meine, auch natürlich meisterlich geschrieben und alles Mögliche. Aber ja, es ist, ich muss, da muss ich halt leider, es ist ja leider, nicht leider, aber es ist halt so, man muss sich, glaube ich, wirklich dahingehend die politische Frage stellen und eben nicht die literarische Frage. Aber ich muss aber auch dazu sagen, das wusste die Akademie. Das wusste die Akademie ganz genau. Die suchen nach PR, meines Erachtens. So. Jetzt nach diesen 2 Jahren des absoluten Desasters. Ich meine, haben sie das nächste Desaster gefunden, aber wie gesagt, jeder Medienwissenschaftler, jede Medienwissenschaftlerin wird dir sagen, es gibt keine schlechte Werbung. Und spätestens da hätte man seine Kritik auf die Jury der Akademie fokussieren sollen. Die ganze Zeit saß er hier und nicht auf im Peter Hintergrund Handke. Wartete auf die auf den Moment. Doch, und natürlich noch mal, auch auf zack. Peter Handke. Natürlich auch auf die Jury und auf Peter Handke. Und vor allem auf die selbstgerechten Arschlöcher, die in den Feuilletons jetzt sich moralisch erheben müssen.
Ja, ne, wirklich. Na, das stimmt, das stimmt. Also diese Selbstgerechtigkeit und vor allem, wie sich jetzt auf einmal alle wieder zu Jugoslawien-Experten gemausert haben, das ist erstaunlich. Okay. Wir müssen, glaube ich, an der Stelle mal einen Punkt machen. Wir haben unsere Sendezeit schon überzogen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Es war wunderbar. Ich bin, wie immer mit Schnittmaster, Ralf Schön. Natürlich. Aber ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Das ist, auf sowas habe ich schon lange gewartet, dass wir das in dieser Sendung mal so führen können mit einem Gast. Okay, meine Lieben, wir müssen Schluss machen. Mario, trink doch nicht Wild Turkey. Wir müssen die Sendung beenden. Vielleicht noch mit ein paar Limonenstückchen. Was meinst du? Wir müssen die Sendung beenden. Ja, hast du was anzukündigen? Ja, theoretisch schon, aber es ist jetzt schon, ach, was soll's, ich kündige das jetzt noch an. Hast du was anzukündigen, Mario, während ich hier mein Handy zücke und versuche es? Nein, ich habe leider nur anzukündigen, dass zu dem Zeitpunkt, wo jetzt unsere Hörer zum ersten Mal bei Radio OKJ oder dann eben im Podcast diese Sendung hören können, die Lesung mit Marco Dienitsch im Jenaer Kunstverein leider schon in der Vergangenheit stattgefunden haben wird. Für alle, die es jetzt hören und verpasst haben, es war ein epischer Abend, das kann ich euch garantieren. Vor allen Dingen die Aftershow-Party im Café Zentral war wie immer legendär. Wer hätte gedacht, dass 357 Leute kommen? Ja. Wir mussten sogar noch welche wegschicken. Das erste Mal in der Geschichte von In guter Nachbarschaft, der Lesereihe. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr auf ingutanachbarschaft.com oder auf Facebook/InGuterNachbarschaft schaut, was wir so machen. Die unabhängige Lesereihe für Thüringen, die es sich nach wie vor auf die Fahnen geschrieben hat, junge Talente in Thüringen zu fördern und mit bereits etablierten Autoren wie Marco Dienitsch in Zusammenhang zu bringen. Bravo. Und außerdem gibt es Ende November wieder die Ausstellungsreihe Wortwelten, Bildwelten in der Villa Rosenthal. Und diesmal haben wir eine Ausstellung gemacht mit dem Titel Auf dem endlosen Weg zum Hause des Nachbarn, Johannes Bobrowskis Orte in den Fotografien von Dmitri Wischmirski. Es geht um Johannes Bobrowski. Es wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Unter anderem werden Ingo Schulze, Tom Schulz, Daniela Danz, Andreas Altmann, Kerstin Becker und viele andere in diesem Rahmenprogramm auftreten. Das gesamte Programm gibt es auf www.lesezeichen-ev.de, da auch alle anderen Veranstaltungen. Es sind viel zu viele, um sie jetzt alle zu nennen. Schaut dort vorbei. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Und ich danke sehr unserem Gast dieses Abends, Marco Dienitsch. Danke, merci, hier gewesen zu sein. Ich danke wie immer Mario Osterland. Merci und vielen, vielen Dank noch einmal an Ralf Schönfelder. Ich Prego. Freue mich schon auf die Schnittfassung der Sendung. Und das war's. Wir gehen raus mit Musik. Wir haben noch einen Song aus Serbien dabei. Und zwar Angel's Breath mit dem Titel Metak. Das war Blaubart und Ginster für diesen Monat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.